Es spricht nun die Beklagte, die amtierende Bundesvorsitzende der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands, Annegret Kramp-Karrenbauer. Und bald rein. Die Mappe. Hohes, grobgünstiges Nachengericht, verehrter, weiser Fürsprich, Kläger, liebe Närrinnen und Narren, und liebe Musikerinnen und Musiker der Hans-Kuni-Kapelle, HKK. Verehrtes, hohes, grob günstiges Nachengericht, da seht ihr, was passieren würde, wenn ihr euch öffnen würdet für Frauen, wenn ihr eure Kunst beherrschen würdet. Ihr könntet etwas und ihr werdet beliebt, genauso wie HKK und wie AKK. Das wäre eure Zukunft, anstatt hier zu sitzen wie die Mumien in diesem Saal. Unglaublich. Denn lasst mich etwas zu diesem Gericht sagen. Ich habe lange überlegt, ob ich hier erscheinen soll. Dieser hohe Nachenrichter ist sehr bekannt für sein verklemmtes Verhältnis zu Formalitäten. Der Bürgermeister weiß, wovon ich rede. Und die Ladung erging an die Generalsekretärin der CDU. Und keiner erfolgte mit meinem richtigen Titel als Vorsitzende. Die erste juristische Ungenauigkeit, das muss hier einmal festgehalten werden. Und zum Zweiten entspricht dieses Gericht überhaupt der europäischen Antidiskriminierungsrichtlinie und den Gender-Gesetzgebungen eurer grün-schwarzen Regierung? Sind hier bemitleidenswerte Minderheiten vertreten oder nicht? Oder seht ihr irgendwelche Schwaben in diesem Gericht? Ich finde keine, liebe Freundinnen und Freunde. Außerdem ist Stockach für Politiker wahrlich ein gefährliches Pflaster. Ich denke an den badischen Revolutionär Friedrich, nein, nicht Merz, sondern Hecker, der hier wenige Meter von dieser Halle entfernt die Revolution ausgerufen hat unter dem Beifall der Stockacher. Es war allerdings wie immer, sie haben mehr Beifall geklatscht, als dass sie ihm gefolgt sind. Und deswegen ist er schon im Schwarzwald gescheitert. Und zwar gründlich und endgültig. Und ich denke an Marie Antoinette, die ihre Brautreise von Wien nach Paris angetreten ist, hier Halt gemacht hat in Stockach, um zu übernachten. Und die anschließend genau in die Geschichte eingegangen ist, leider ohne ihren Kopf, keine guten Vorbilder für eine Politikerin, hierher zu kommen. Und ich frage euch, wann jemals in der Geschichte der Menschheit ist irgendetwas Vernünftiges dabei herausgekommen, wenn 20 Männer ohne Beteiligung einer Frau zusammen etwas beraten haben? Noch nie in der Geschichte. Noch nie in der Geschichte. Und wenn diese Männer auch noch aussehen, als ob sie in der Originalbesetzung von 1351 zusammen sind. Ja. Und der hohe Nachenrichter heute dem Bürgermeister flehentlich um die Museumsstube gebeten hat, dann kann ich nur sagen, Herr Bürgermeister, geben Sie ihm das Museum, Mumien zum Ausstellen, sitzen hier genug auf dieser Bühne.
Kläger, der Kläger, der, nachdem er 20 Jahre lang vergeblich versucht hat, eine gute Figur als Narrenrichter zu machen, endlich mit dieser fruchtlosen Karriere Schluss gemacht hat und sich heute als Kläger an unschuldigen Frauen vergreift. Dieser Kläger, der diese Sitzung nutzt als persönliche Therapiesitzung, weil er so viele persönliche Traumata zu verarbeiten hat. Zum Ersten, dass er als Fallschirmspringer und Jäger es nie geschafft hat, in die saarländische Elitetruppe der Roten Jäger aufgenommen zu werden. Das begründet seinen Hass auf das Saarland und nichts anderes, liebe Narrinnen und Narren. Und zum Zweiten, dass er kandidiert hat für den Landtag und verloren hat gegen eine Frau. Und auch noch gegen eine grüne Frau. Die Schwägerin eures Landesopas. Und das mit 60 Stimmen. Ja, da kann er ja fast eine Selbsthilfegruppe mit Friedrich Merz aufmachen. Den Club der knapp Gescheiterten, meine lieben Freundinnen und Freunde. Aber das Schlimmste ist, dass dieses Gericht, das über so viele Jahre so weise Urteile getroffen hat, so viele wirklich Schuldige verurteilt hat, einer sitzt hier, Thomas Strobel, dass der einzige Justizirrtum, das einzige Fehlurteil, das diesem Gericht jemals unterlaufen ist, auf seine Kappe geht. Der Freispruch für Peter Müller wegen erwiesener Unschuld. Ja, meine Güte, ich habe mit dem Mann gearbeitet. Wer glaubt, dass Peter Müller unschuldig ist, der glaubt auch, dass die Erde eine Scheibe ist. Scheibenkleister, liebe Freundinnen und Freunde. Aber was viel schlimmer ist, dieser Freispruch hat ihm erst den Weg ins Bundesverfassungsgericht geebnet. Und dass wir uns heute in Berlin mit seinem Blödsinn, den er verzapft, rumschlagen können, das ist einzig und allein dieser Kläger schuld. Und das will er heute an mir rächen. Deswegen bin ich hier, liebe Freundinnen und Freunde. Das darf nicht passieren. Und deswegen will ich euch eins sagen, hohes, grob, günstiges Narrengericht und Kläger. Ja, es gab schon einmal einen schmutzigen Donnerstag, wo ich bei einer Institution war, wo nur Männer unterwegs waren. Ja, das stimmt, das war der Vatikan. Und der Kläger hat da zu Recht gesagt, was die Folge war. 4 Tage später trat der Papst zurück und danach wurde Annette Schavan dort Botschafterin. Also wisst ihr, was nächste Woche auf euch zukommt, verehrtes Gericht. Gut, dass es den Wahrheitsliebenden, Treusorgenden, Weisen Fürsprech gibt. Denn er hat hier die Wahrheit gesagt. Nichts als die Wahrheit. Und so lasst mich selbst noch einmal zu diesen vollkommen an den Haaren herbeigezogenen Vorwürfen Stellung beziehen. Verführung Minderjähriger auf der Tanzfläche. Also zuerst einmal, an Paul Ziemiak ist nichts minder und nicht jährig. Er sieht zwar so aus, aber er ist es nicht. Und dass die Disco am Abend des Parteitages der CDU zu einer Kinderdisco wird. Ja, das liegt doch daran, dass alle gestandenen Männer, sobald sie nur Musik hören
und eine Frau sehen, von einem spontanen Knie- und Hüftleiden befallen sind und das Weite suchen. Und dabei müsste das nicht so sein. Ich selbst bin heute Nachmittag in den Genuss der Tanzkünste von Hans Koni gekommen. Ja, an dem könnt ihr euch ein Beispiel nehmen. Nur wer nicht tanzt, ist kein Narr. Wer tanzt, der ist ein Narr, für wahr und der Beste, den es überhaupt gibt. Und lasst mich diese Szene euch erzählen. Ich stand da an dieser Tanzfläche. Mein mitfühlendes Mutterherz, dreifach, drei eigene Kinder großgezogen und unter Schmerzen auf die Welt gebracht. Ja, ich will mal sagen, wenn ihr die Kinder auf die Welt bringen würdet, wäre die Menschheit schon längstens ausgestorben. Als jahrelange Mutter, Landesmutter und jetzt neu erworbene Parteimutti sah ich diesen jungen, unschuldigen Mann auf dem Weg in den Abgrund, in den Fängen des organisierten Verbrechens, kurz davor als Mitglied in den anderen Pakt aufgenommen zu werden. Dieser Pakt, der seit Jahren erfolglos versucht, mit Roland Koch und Günther Oettinger an der Spitze die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und man weiß nicht, was schlimmer ist, dass sie es versuchen oder dass sie jedes Mal an einer Frau scheitern. Also war das nicht Verführung Minderjähriger. Das war im tätigen Sozialdienst der deutschen Justiz die Rettung einer Kinderseele, damit sie überhaupt nicht erst in den Knast gehen muss und nachher irgendwie rehabilitiert. Also ich weiß gar nicht, wo da das Unrecht und der Vorwurf stecken soll. Und liebe Närrinnen und Narren, genauso verhält es sich mit dem Saarland. Was ist hier alles über das Saarland gesagt worden? Ich darf mal daran erinnern, dass der von euch geschmähte Marschall Ney, der war es, der 1805 in der Schlacht bei Elchingen die Österreicher besiegt hat und der ganz Süddeutschland und damit auch Stockach befreit hat. Und wäre ihm das nicht gelungen, dann wärt ihr heute immer noch unter der Knechtschaft der Habsburger und es gäbe heute kein Narrengericht, sondern die da oben müssten mit einem Frack aussehen wie die Pinguine heute Abend auf dem Wiener Opernball rumtanzen. Stellt euch das mal vor. Und aus den Worten des Klägers spricht ein gewisser Neid. Denn hättet ihr es geschafft, so wie wir Saarländer uns die Pfälzer vom Hals gehalten haben, wäre es euch gelungen, euch die Württemberger vom Hals zu halten, dann würde es euch heute so gehen wie den Saarländern. Ihr wärt arm, aber glücklich. Und was das Essen angelangt, ich bin ja sehr froh, dass ein Sternekoch, eine Zierde seiner Zunft hier sitzt. Denn den Saarländern ist das gelungen, was so vielen Menschen gefehlt hat. Sie haben zum ersten Mal die Fusion von französischer Raffinesse und deutschen Portionen hinbekommen. Paul Bocuse zum Sattwerden, das muss man schaffen, das ist eigentlich würdig, dass man einen Friedensnobelpreis dafür bekommt. Ja, und ja, wir sind stolz darauf, dass wir viele Michelin-Sterne im Saarland haben. Und ich sage euch, lieber viele Michelin-Sterne für gutes Essen als einen Autostern in Stuttgart. Davon wird keiner satt, liebe Freunde und Freundinnen. Und das dürft ihr nicht vergessen. Wir sind die Einzigen, die Widerstand leisten.
bei all denen Gesinnungsgrünen, die hier rumschwirren, denen, die uns die Lust am Leben verderben, die uns erklären, wer Diesel fährt oder Fleisch isst, sei ein böser Mensch. Ja, in Stuttgart bringen sie Gelbwesten auf die Straßen. Wir machen was anderes. Wir schwenken am Wochenende. Ja, ja, und bei uns kommt nichts auf den Schwenker, was weniger wiegt als 500 Gramm. Und Salatbeilagen gibt es bei uns auch nicht, weil das ist das Essen, das wir essen. Und wir grillen und schwenken noch mit ordentlichem Holz und mit Holzkohle. Und das ist unsere Art zu protestieren und zu sagen, vollkommen egal, was CO2 und was Feinstaub ist, vollkommen egal, was die deutsche Umwelthilfe beklagt, wir lassen uns das Schwenken nicht verbieten. Und wer diese Freiheit will, der muss ins Saarland kommen, denn wir stehen da Gewehr bei Fuß und wir machen für euch dort die entsprechende Mannschaft und wir arbeiten dafür, dass ihr hier auch befreit werdet von dieser Knechtschaft in Stuttgart und sonst wo. Und dann hat der Kläger schwabuliert von dem angeblichen Geheimplan, der Saarländer die Macht im Reich zu übernehmen. Ja, kann ich euch nur sagen, dass es so viele Saarländer in Bundesverantwortung gibt, das ist der reinen Not geschuldet. Ja, nehmt zum Beispiel Peter Altmaier. Die CDU suchte einen Wirtschaftspolitiker. Und sie dachte sich, naja, wenn wir schon so viele Jahre erkennbar keine wirkliche Wirtschaftspolitik mehr machen, dann nehmen wir jetzt wenigstens einen Wirtschaftsminister, der ansatzweise aussieht wie Ludwig Erhard. Ja, ja, das war der Grund. Das war der Grund für Peter Altmaier. Nichts anderes. Gut, wir müssen ihm das mit der Zigarre noch beibringen, aber wir arbeiten dran. Und Heiko Maas. Ja, Heiko Maas ist nicht Außenminister geworden, weil er besonders viel Ahnung davon hat. Nein, Heiko Maas ist Außenminister geworden, weil die Flugbereitschaft gesagt hat, das sei das Einzige, was sie noch von der Startbahn in die Luft bekommen mit den Regierungsfliegern. Er ist leicht genug. Ja? Ja, ja, ja. Und General Zorn ist angesprochen worden. Ja, ich meine, der Mann kommt aus einem Haushaltsnotlageland. Wer besser sollte denn der Generalinspekteur der Deutschen Bundeswehr sein, als jemand, der weiß, wie man mit ohne Geld irgendwas am Laufen hält und der im Zweifel in der Lage ist, mit Tapeband von der Grube den Panzer nochmal zum Laufen zu bringen. Deswegen ist er dort, wo er ist und aus keinem anderen Grund, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, und ehrlich, ich bin doch auch nur im Konrad-Adenauer-Haus, weil die gesagt haben, zur Not brauchen wir einen, der die Scherben, die die anderen anrichten, auch mal unter den Teppich kehren kann. Deswegen bin ich da. Ja, ihr seht, das Saarland will nicht die Weltherrschaft übernehmen. Wir sind gerufen worden, weil es im Moment der Bundesrepublik Deutschland nicht so gut geht. Dann sind wir Saarländer da, um zu helfen. Und das werden wir auch weiter tun, liebe Freundinnen und Freunde. Das werden wir auch weiter tun. Aber lasst mich zu dem härtesten Vorwurf kommen. Den, der sich nicht nur gegen mich richtet, nicht nur gegen mein Geschlecht, sondern gegen alle Frauen in diesem Raum. Und wenn ich diesen Kläger reden höre von viel Weiberei, ja, da habe ich das Gefühl, da ist der Wunsch Vater des Gedankens. Da alle froh, wenn sie mit einer Frau zurechtkommen. Da oben sitzen alle die, die ihre Tabletten schön ordentlich geordnet haben, die ganze Woche, in jeden Wochentag, weil sie schon da nicht wissen, welche an welchem Tag dran ist. Wie soll denn das dann mit der Vielweiberei bei euch klappen? Überhaupt nicht. Und dann, das ist ja wohl der Gipfel. Wird uns Frauen vorgeworfen, selbst ist die Frau. Ja, natürlich ist die Frau selbst, weil sie es sein muss. Guckt euch doch mal die Männer von heute an. Wer war denn von euch vor kurzem mal in Berlin? Da seht ihr doch die Latte Macchiato-Fraktion, die die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen.
Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür dazwischen ist diese Toilette. Ja. Und Männer überhaupt, jeden Tag davon träumen, die Weltherrschaft zu übernehmen, aber sich bei jedem Schnupfen mit Big Medi Night zum Sterben ins Bett legen. Das sind die Männer, die wir heute haben. Ja. Und es ist ja nicht so, als ob wir keine Machos möchten. Wir versuchen alles, aber wir finden keine. Jetzt haben wir unsere Hoffnung auf Markus Söder gesetzt. Diesen Obermacho aus Bayern. Und was ist passiert? Trat er als Macho auf beim Wahlkampf, hat eins auf den Deckel bekommen und schon wird er zum Softie. Ja, kann ich euch nur sagen, der Markus Söder vor der Wahl als Macho, der hätte beim Volksbegehren Rettet die Bienen Glyphosat für alle verteilt. Und der heute nach der Wahl, der steht als Biene Maya verkleidet am Stand und sammelt die Unterschriften. Das ist der Unterschied. Ja, was bleibt denn da anderes übrig, als dass wir die Dinge selbst in die Hand nehmen? Ja, und das Ausland hat es ja mit Machos probiert. Aber guckt euch doch mal an. Trump, Putin, Erdogan. Glaubt ihr denn, dass mit den drei Clowns irgendetwas besser wird auf dieser Welt? Also, lasst die Frauen an die Macht. Lasst uns mal machen. Das ist der richtige Punkt. Und dann, ich hätte Friedrich Merz und Jens Spahn vernascht und dann noch eine Kotprobe davon hinterlassen. Ich hab's ja anders versucht. Ich hab zu den beiden gesagt, lasst uns das zusammen machen. Wie die heiligen drei Könige kommen wir gemeinsam. Und was war? Jens Spahn hat gesagt, oh, das kann ich nicht. Wegen dem Weihrauch, das ist wie Freigabe von Drogen. Und Friedrich Merz hat gesagt, oh, das kann ich nicht. Einfach ohne Gegenwert etwas herschenken, das widerspricht allen ordnungspolitischen Ansätzen und Überzeugungen. Also kein gemeinsamer Auftritt als heilige drei Könige. Und überhaupt, wenn man sich das mal überlegt, die heiligen drei Könige. Ich meine, habt ihr euch schon mal überlegt, was passiert wäre, wenn die heiligen drei Könige drei Frauen gewesen wären? Die wären zuerst mal pünktlich gekommen. Ja, was glaubt ihr denn, weshalb die Israeliten 40 Jahre durch die Wüste geirrt sind? Doch nur, weil Moses zu stolz war, nach dem Weg zu fragen, sonst wären die schon viel früher dort gewesen. Ja? Also, wir wären pünktlich dort gewesen. Wir hätten zuerst mal sauber gemacht, das Essen gekocht und hätten ordentliche Geschenke für dieses Kind mitgebracht. Das wäre passiert, wenn freie Frauen heilige Könige gewesen wären. Aber nein, man verlässt sich ja lieber auf die Männer. Und deswegen will ich euch nur sagen, weil es ja immer Gerüchte gibt, Männer seien intelligenter. Vergesst es, Fake News. Ich meine, ich habe vor kurzem ein Gespräch belauscht von Thomas Strobel im Präsidium der CDU. Da hat er seinem Kollegen Armin Laschet erklärt, weißt du, Frauen leben deshalb länger, weil sie die Zeit nachholen müssen, die sie brauchen, um einzuparken. Da habe ich bei mir nur gedacht, naja, wenn das so ist, dann sterben Männer früher, weil sie schneller einparken. Wie blöd kann man eigentlich sein als Mann?
Also deswegen hohes, grob, günstiges Nachengericht. Es gäbe schon eine Möglichkeit, die Intelligenz in euren Reihen sehr schnell zu steigern. Ihr müsstet nur den Platz für ein paar Frauen räumen. Das wäre eine exponentielle Steigerung, auf jeden Fall. Aber ja. So, ihr Narren, hab alles gesagt. Bin ganz fälschlich angeklagt. Eine unschuldige Frau vom Land der Saar. Steh ich hier und wart fürwahr auf das Urteil. Nicht vom Gericht, sondern das Urteil, das ihr spricht. Und nun geschehe, was wirklich recht ist. Naro!